Hey und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video spielen wir Rebecca Chambers. Das haben wir auf diesem Kanal noch nicht gemacht, deswegen holen wir das jetzt nach. Leider war ich für die letzten 2,5 Wochen krank, dementsprechend kommt erst jetzt ein Video. Tut mir nochmal leid, aber es ging wirklich nicht anders. Ich hatte Reizhusten, Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen, das ganze Programm. Kein Corona, keine Sorge, ich habe 2 Tests gemacht, es war einfach nur eine Grippe. Aber ja, es geht jetzt weiter mit den folgenden Perks. Torrential Guidance, Low Profile, Prove Thyself und Sprint Burst werden wir verwenden, zusammen mit einem gelben Medkit und einem 25% Blutpunkte Offering. Kommt gerne in meinen Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Raccoon City Police Department East Wing, nice. Zumindest haben wir eine gute Map erwischt, ich mag die West Wing Map nicht so gerne. Die ist ein bisschen komplizierter, beziehungsweise nicht kompliziert, aber die ist eklig zu spielen in meinen Augen. Corrupt Intervention hat der Killer mitgebracht und wir sind in der Library gespawnt. Die Mac hat einen Ping, der mich ein bisschen verwundern lässt, was da abgeht. Hat die etwa ein VPN drin oder ist sie ein Hacker? Man weiß es nicht. Okay, wir sind genau an den Generatoren gespawnt, die corrupted sind. Oh scheiße, Ghostface. Er hat den normalen Ghostface-Skin, den originalen. Das gefällt mir. Das sieht so cool aus. Ich mag den echt gerne. Ah Mann, das hätte ein Fastword sein können. Ich hab's erkackt. Ihr Vorname in der Palette. Außer er ist schneller da. Oh fuck, okay. Der hat Stalking-Add-ons. Der hat Stalking-Add-ons. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen sputen und die Beine in die Hand nehmen. Er ist genau hinter mir. No. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Nein. Scheiße. Oh fucking hell. Er hebt mich nicht auf. Ah, okay, wegen der Pellet wahrscheinlich. Ja, gut. Erster Generator wurde gemacht. Wow. In der Zeit, wo ich krank war, habe ich witzigerweise sehr viel Resident Evil Village gespielt. Ich habe einfach jeden Tag irgendwie durchgesuchtet und einfach nur Challenges gemacht und mir fehlt nur noch ein Achievement und dann habe ich das Spiel tatsächlich auf 100%. Und ja, das ist nur noch so ein Mercenary Achievement, bedeutet nicht mal irgendwie irgendwas auf Story bezogen, sondern einfach nur irgendwas just for fun, bedeutet ja, danach werde ich wahrscheinlich mit Resident Evil 7 weitermachen und ja, dann mal schauen, vielleicht Agony Unrated oder I don't know, was noch auf meiner Liste ist, Fairy Tail, Lucius 3, halt irgendwas, was ich dann dementsprechend noch, ja, 100% kann, denn, keine Ahnung, irgendwie bin ich in letzter Zeit so in diesem 100%-Wahn. Ich möchte es dann irgendwie auf meinem, ja, ja, ist gut. Die denkt wahrscheinlich, ich möchte buhen, aber in Wirklichkeit möchte ich es einfach nur kaputt machen. Ich möchte irgendwie diese Spiele auf meinem Profil ausstellen, auf meinem Steam-Profil, was auch privat ist, aber ihr könnt mich trotzdem gerne adden. Ihr findet meinen Steam-Account unter, ich glaube, Sparkling Twinkie, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann vielleicht auch mal einen Link in die Videobeschreibung setzen. Oh, scheiße, da ist er schon wieder. Ich laufe mal so ein wenig, um meinen Sprint Burst wieder zu bekommen. Zumindest irgendwie um ihn zu 99. Ich mache hier erstmal so einen Totem. Sprint Burst ist wieder da, aber Ghost ist auch irgendwo in der Nähe. Ich höre nicht mehr. Er croucht. Oh Gott. Gruselig. Gut, ich schau mal eben, ob wir hier in der Mitte einen Generator haben, der noch nicht fertig ist. Okay, das hat sich aber schnell erledigt. Ja, ich gehe wieder zurück zum Helikopter, um ehrlich zu sein. Das ist mir irgendwie gerade ein bisschen sicherer. Hi Rebecca. Ja, soll ich dich heilen? Gerne, mach ich doch. 2 Rebeccas, 1 Medkit. Oh Gott. Ja, okay, der war scheiße, ich weiß. Ich höre ja schon auf. Ich sehe schon die Kommentare. Ja, ja, ist ja gut. Meine Witze sind schrecklich. Nein, nicht schon wieder. Geh weg. Belästigung. Nein, oh nein, sie wurde gedownt. Warte, vielleicht kann ich einen Hit tanken, der da oben ist ein Haken. Ich kann gar nichts machen. Und war das Surge? Surge oder Pop Goes the Weasel? Nee, das war Surge, glaube ich, ja. Der Generator ist aufgepoppt, nachdem sie gedownt wurde. Oh, nein! Ich glaube, das war sein Add-on. Ja, Driver's License. Das war das neue Add-on, dass wenn Ghostface jemanden stalkt, der an einem Generator arbeitet, der Generator, glaube ich, ja, explodiert. Irgendwie 20% gehen dann vom Generator weg. Stimmt. Das erklärt einiges. Ich hätte den Generator touchen müssen. Fällt mir gerade ein, aber okay. Da war ich irgendwie gerade ein bisschen braindead, um ehrlich zu sein. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Aber stimmt, Ghostface hat ja so ein Add-on. Das muss ich auch vielleicht irgendwann mal in einem Video ausprobieren. Könnt ihr mir gerne in die Videobeschreibung schreiben. In die Videobeschreibung vor allem. In die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen möchtet. Ghostface-Gameplay. Dann schaue ich mal, ob ich da irgendwie ein witziges Bild zusammengestellt bekomme. Irgendwie Gen-Regression-Bild oder so. Oder, I don't know, Infinite Ghostface. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen den Generator hier einfach nur, damit ich, ja, ein bisschen Progress bekomme. Vielleicht auch ein paar Embleme und dementsprechend hoffentlich aus diesem Match auch entkomme. Aber, naja, es ist halt immer noch Dead by Daylight. Es kann wirklich alles passieren. Ich habe gerade eine Runde gegen den Nemesis gespielt und wirklich, es war alles perfekt. Und dann haben 2 Teammates
ja, jeweils schlechte Entscheidungen getroffen und wir waren einfach alle tot. Außer der eine, der ist durch die Hedgehog gekommen. Ja, super. Kann hier auch mal jemand bitte abhaken? Hallo? Die Second Stage in ein paar Sekunden. Oh mein Gott. Als ob ihr die echt am Haken hängen erkämmt. Low Profile ist aktiv. So, dann können wir auch direkt den Perk erstmal zeigen. Low Profile macht, dass wenn ich der letzte Survivor bin, der steht, keine Scratch Marks mehr habe, keine Bloods of Pool, Pools of Blood heißt es, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Keine Blutspuren mehr habe dementsprechend. Und gleichzeitig mache ich auch keine Geräusche, wenn ich verletzt bin. Ich muss mal eben so ein bisschen aufpassen. Okay, er wird sie aufheben. Nee, tut er doch nicht. Dann hebe ich sie hier eben auf. So, das Gute ist, sobald ich sie aufhebe, werde ich Low Profile immer noch aktiv haben. Dementsprechend, solange die 90 Sekunden noch nicht abgelaufen sind, werde ich tatsächlich Low Profile noch haben. Und dementsprechend, ja, für den Killer so ein bisschen schwerer zu sehen sein. Ja, hit mich. Scheiße, warum hast du dich sterben lassen? Die hat wahrscheinlich den letzten Skillcheck nicht getroffen. Scheiße, ich wusste nicht, dass ich 99 bin. Okay, danke, Mac. Ich glaube nicht, dass die Mac extra Body blocken wollte. Aber, nun gut. Danke trotzdem. Scheiße, ich glaube hier... Hier kann ich nicht sicher entkommen. Außer mein Low Profile hilft mir vielleicht, um hier, keine Ahnung, den Killer so ein bisschen zu distracten. Ja, okay. Super. Ich glaube nicht, dass ich ihn distracted habe, aber ich kann jetzt tatsächlich wegrennen, ohne dass ich Scratch Marks hinterlasse. Da vorne ist er. Er hört mich wahrscheinlich durch die Krähen. Aber... Gut. Wie lange bin ich noch exposed? Ja, vielleicht noch so ungefähr 30 Sekunden. Da unten ist er. Low Profile ist jetzt abgelaufen. Aber haben wir eigentlich ganz gut verwenden können. Da vorne ist er. Okay, er geht die Treppen runter. Dann anhucke ich eben und dann müssen wir direkt verschwinden, weil noch bin ich insta-downable. Und die Mac, ja, die müsste am besten mit mir kommen, damit sie sich heilen kann. Okay, anscheinend doch nicht. Ja, ich gehe mal wieder an den Generator. Also der oben, der war... Danke, 99. Ja, dann schaue ich mal, ob ich hier einen anderen Generator finde. Hey, Rebecca, bleib stehen. Ja, komm. So, haben wir unten überhaupt noch Generatoren? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nur noch irgendwie so Library Side und... Ja, generell Mitte, glaube ich. Aber die sind halt schwer zu machen, wenn er probiert, die irgendwie zu defenden. Der hier ist bei 10% oder so, oder weniger. Ja, okay, er hat Search. Er ist bei 0%. Dann hat sich das wohl auch erledigt. Ja, vielleicht hat er Search und zusätzlich noch das Driver License Add-on. Was interessant wäre, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Irgendwie diese Kombination, so ein General Aggression Build mit diesem Add-on ist tatsächlich ziemlich cool. Oh, er stalkt, ich muss weg. Ich muss aber ganz schnell weg. Ich gehe die Treppen hoch am besten, damit er mich nicht bekommt, weil ich glaube, mit den Add-ons, die er hat, bin ich wahrscheinlich schon wieder bei 90% hochgestalkt. Dementsprechend muss ich hier so ein bisschen aufpassen. Denkt ihr, geht oben links lang? Fuck! Ja, tut er. Fuck. Hat er aber auf jeden Fall gemacht. Ja, der ist smart. Der weiß, wie man DBD spielt. No! Oh Gott. Ja, da hat er gemisst. Awesome. Kriege ich hier noch einen Loop? Hier ist die Palette leider weg. Ja. Ich kann hier vielleicht irgendwie so ein bisschen antäuschen. Ja, nee. Kann ich gar nichts machen. Schade. Gut gemacht, aber wirklich. Der hat wirklich gut gespielt. Meine Mates da vorne arbeiten an einem Generator. Die haben gedacht, dass er vielleicht Pain Resonance hat. Ich weiß nicht, hat er Pain Res? Ich glaube nicht, oder? Nee, hat er nicht. Sonst hätten die den Generator nicht so schnell fertig bekommen. Er Proxy campt, weil er weiß, dass er jemand ist. Er hat hier Rebecca gesehen. Schade. Oh, danke, Mac. Megan ist echt ein MVP-Player. So, wir können ein bisschen an dem Generator hier arbeiten. Wir haben eh nichts zu verlieren. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Von daher können wir direkt noch ein paar Punkte bekommen. Die Punkte, die ich aktuell, by the way, in den ganzen Matches... Ach, der ist schon wieder da. Hat er kein Zuhause? Hat er keine Freunde oder was? Aber ja, die Punkte, die ich aktuell sammle so ein bisschen, sind dafür da, dass ich sie alle auf Onryo spende, ausgebe. Deswegen, ja, meine Onryo ist jetzt, keine Ahnung, in wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Matches oder so noch. Da sollte sie dann Prestige 17 erreichen. Und mein Ziel ist es so ein bisschen, sie auf 100% zu bringen, also dementsprechend Prestige 100 zu bringen. Parental Guidance Value, nice. Bedeutet ja, ich bin aktuell tatsächlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich spiele zwar nicht allzu oft DBD in den letzten Tagen, einfach aus dem Grund, da ich ein bisschen, ich würde nicht sagen burnt out bin, aber ich habe echt viel DBD gespielt in letzter Zeit. Bedeutet, ich muss so ein bisschen runterkommen und eine Pause machen. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich in den letzten
Ich würde sagen, 7 Tagen, irgendwie 4 Prestigepunkte auf die gut gemacht. Dementsprechend sollte es wirklich nicht allzu lange dauern. Wenn ich mir irgendwie das Ziel setze, pro Tag 1 Prestige zu erreichen, dann sollte ich, ja, dementsprechend in, keine Ahnung, 90 Tagen, 85 Tagen Prestige 100 sein. Im besten Fall natürlich. Klar, hin und wieder hat man einfach keine Lust, irgendwie DBD zu spielen oder es kommt was dazwischen, man hat einen Termin, hat einfach keine Zeit, um irgendwie den ganzen Tag zu grinden. Aber, ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir aktuell ein bisschen gesetzt habe. Nachdem ich mit Unreal fertig bin, werde ich auf jeden Fall mit Jane weitermachen. Da Jane halt... Oh Gott, wo? Oh, der macht das gut, muss man sagen. Er spielt wirklich sehr, sehr gut. Ich reg mich zwar so ein bisschen auf, weil... Natürlich, der schöne Generator. Was hat er dir getan? Ich reg mich so ein bisschen auf, weil, ja, der ist irgendwie immer da, wo man selber auch ist. Aber er spielt das schon sehr, sehr gut, muss man zugeben. Hat er wirklich sehr gut gemacht. Props an ihn. Gut, dann war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Wir haben Low Profile in diesem Video mal zeigen können. Das freut mich sehr. Dann geht gerne in meinen Discord-Server. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.